Hallo aus Brüssel. Heute wurde in einer konstituierenden Sitzung im neuen Sonderausschuss, der zur Überprüfung von möglichen Verstößen gegen das Unionsrecht bei Tiertransporten innerhalb und außerhalb der EU eingerichtet wurde, der Ausschussvorstand gewählt. Dabei wird nach der sogenannten De Hondt-Regel vorgegangen, die dafür sorgen soll, dass alle Fraktionen und damit natürlich deren Wähler angemessen berücksichtigt werden. Schließlich soll es fair und demokratisch zugehen in der EU. In einer EU, die angeblich für alle da ist, die inkludiert, andere respektiert und so weiter und so fort. So möchte man jedenfalls alle glauben machen, wenn es ein ums andere Mal immer wieder heißt, we leave no one behind. Demzufolge sollte also der Ausschussvorsitzende diesmal von unserer ID-Fraktion Identität und Demokratie gestellt werden. Die bisher, welch Überraschung, in der angeblich demokratischen EUs aller Zeiten bislang keinen einzigen der Ausschussvorsitze für sich verbuchen konnte, obwohl die ID-Fraktion die viertgrößte Fraktion im EU-Parlament darstellt, größer als die der Grünen. Zurück zur Wahl heute. Alle Kandidaten hatten bereits im Vorfeld ihre schriftlichen Kandidaturen für die Besetzung des Vorstandes eingereicht, streng nach der bereits erwähnten De Hondt-Regel. Als Kandidatin meiner Fraktion war ich selbst für den Vorschussvorsitz gesetzt. Aber bereits vor Beginn des Wahlgangs hat sich der schwedische Abgeordnete Peter Rundgren aus der EKR-Fraktion zu Wort gemeldet, mit einer Botschaft für alle Mitglieder, aber wohl speziell für die Grünen, die schnell noch eine Gegenkandidatin für mich aus dem Hut gezaubert hatten. Ja, es ist bedauerlich, dass wir feststellen müssen, dass die Grünen das De Hondtsche System nicht respektieren. Es gab eine Vereinbarung zwischen den Fraktionen, wer De Hondt zufolge Anspruch auf diesen Vorsitz hat. Das wäre die Kandidatin von ID, Silvia Limmer. Die Grünen glauben also offensichtlich nicht an die Befolgung der Verfahren, die in diesem Hause gültig sind. Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, dass jede Fraktion die Chance hat, ein repräsentatives Amt zu übernehmen, selbst die ID-Fraktion. Es ist also sehr bedauerlich und beschämend zu sehen, was die Grünen hier tun. Sie respektieren die Verfahren im Hause nicht. Zum Glück wird alles hier zu Protokoll gegeben und dann ist auch für alle ersichtlich, wie man hier vorgeht in diesem Hause. Vielen Dank. Ja, die. Nun, gewählt wurde selbstverständlich mit 22-7 Stimmen die grüne Kandidatin Frau Tilly Metz. An der fachlichen Qualifikation kann es nicht gelegen haben, wenn ich als approbierte Tierärztin und promovierte Diplombiologin einer Lehrerin mit Schwerpunkt in Psychologie und Psychomotorik unterlegen bin. Wohlgemerkt für einen Ausschuss, der sich mit Tiertransporten befasst. Aber ehrlich gesagt, hätte mich auch alles andere mehr als überrascht. Regeln werden nur zum eigenen politischen Nutzen eingehalten. Wer anderer Meinung als die grün-linke Mehrheit ist, wird politisch ausgegrenzt. Dass damit Millionen von Wählern auf der Strecke bleiben, weil ihren politischen Vertretern die Mitwirkung im parlamentarischen Betrieb verwehrt oder mindestens von selbsternannten politischen Moral- und Tugendwächtern erschwert wird, interessiert nicht. Aber die Steuergelder der derart ausgeschlossenen Wähler werden natürlich weiterhin sehr gerne in Brüssel gesehen zur Finanzierung immer neuer grüner Hirngespinste. Bis bald in diesem Irrenhaus.